Ah, ein kleines Stückchen noch. In bed with the Fanta 3. Ja, yeah, gut Mann, gut Mann. Gut gesagt. Ja, Abkürzungen. Ja, zum Beispiel. Wir haben ja gerade unser Video gesehen, ne? Ja. Vielleicht kann man da auch noch ein paar Abkürzungen dazu loslassen. Was heißt Laser? Wisst ihr das? Light. Amp. Beinahe. Light amplification. Wo sind wir stehen geblieben? Sequence. Sequence. Electronic. Light amplification by stimulated emission of radiation. Woo, baby. Oder Radar? Oder wisst ihr, was DSV ist? Radar ist im Gegner. Deutsches Siedlungswerk. Was machst du mit einem Lipkorb? Okay, sorry, wir müssen über Abkürzungen sprechen von dem Video. Wir sollten über unser Video sprechen. Neue Video. Was ist unser Video? Ich mache mein Bein kurz zur Seite, ja? Michi, bitte! Michi, wir wollten über das Video. Der hat den Michi abgewöhnt, diese Popstar-Allüren. Ja, ja, der ist jetzt, der macht gerade Therapie. Du hast den Champagner gebracht. Also, hör zu, Michi. Also, unser neues Video sieht folgendermaßen aus. Ja, ihr habt es ja gesehen bereits. Also, es sah folgendermaßen aus. Zoran, ein begnadeter Videoregisseur, hat das wieder mit uns gemacht. Er hat auch andere Videos schon für uns gemacht, mit denen wir sehr, sehr zufrieden waren. Und was wir diesmal dachten, ist so eine Art Stop-Making-Sense-Geschichte. Das heißt so viel wie, lass uns doch einfach mal ganz anders abgehen. Lass uns zu den Abkürzungen Einzelbilder schaffen, in der zweiten Strophe dann in Zeitlupe abfahren und mit den spanischen Cheerleadern, die wir dort gefunden haben, eine total tolle Performance machen. Ich habe keine Lust über unser neues Video zu sehen. Wir können es ja nochmal gucken. Du willst nochmal gucken? Nee, lass uns das nochmal gucken. Soll ich nochmal gucken? Ja, komm. Wollt ihr es nochmal gucken? Ja. Oder findet ihr es hier kommt MFG. Du müsst wirklich nochmal gucken. Bitte ich darauf zu achten. An diese eine Stelle und zwar, ja. Es gibt ein paar sehr gute Stellen. Welche können wir? Es gibt so viele kleine versteckte Sachen da. Total lustig. Ja? Zum Beispiel bei BRD sind wir vier in der Kneipe. Habt ihr das gesehen? In diesem Einzelbild mit Bier. Genau. Weil danach bei DDR sind wir vier in der Kneipe mit Bier. Allerdings sind es zwar zwei, weil ja damals ein bisschen noch Schwierigkeiten gab mit Farbfernsehen und Bildern. Und dann bei DVU das gleiche Bild mit kleinen Hitlerbärtchen. Ganz kleinen Hitlerbärtchen. Okay. Auch bei LSD zum Beispiel das Schaf und danach bei FKK das rasierte Schaf. Hey, das sind so total viele Witze. Ja, ein rasiertes Schaf. Ein rasiertes Schaf. Alles nochmal MFG. MF nochmal sehen, finde ich gut. Oh ja. Schaut jetzt nochmal MFG an. Das finde ich eine gute Idee. Ey, ist einfach so ein tolles Video. Mit freundlichen. Der Typ, der ein bisschen schüchtern übrigens mit den Wedeln da rummacht, ne? Das ist Andy Utschüler. Richtig. Ja, falls den keiner kennt. Okay, nochmal MFG. Ja. Super Kamikaze auf Viva 2! Ja, mit den fantastischen 3! Ja, der Peter ist noch im Studio und bastelt euer Album. Ja. Aber hier, die Single ist schon draußen. Ja. Ah, hier. Haben wir ja gerade gesehen, ne? Schauen wir uns nochmal an das Video jetzt, ja? Würde ich auch. Ja, ich glaube, guck mal, haben wir schon dreimal geguckt, reicht jetzt. Würde ich auch. Aber du fasst es jetzt, Mudo, während er eine andere Therapie ist. Ja, ach, der Michael, der muss mal ein bisschen. Entschuldigung. Ja, ja. Wir wollen ja ein bisschen sprechen über. Das ist auch Teil deiner Therapie, dass du hier in Hilton auch mal ein bisschen auf die Kacke haust. Ja. Ne? Was ist, zahlt das die Plattenfirma eigentlich so? Was? Bei der Demiro Kunstdruck, der ist handsigniert. Was ist eine Plattenfirma? Was für eine Plattenfirma? Das ist eine Hip-Hopper sind ja eigentlich friedliebende Menschen. Im Grunde genommen. Michi, gibst du mir mal die Axt, bitte? Ja, gerne. Die Axt. Euer neues Album. Ja. Ist noch nicht ganz fertig. Nein. Es ist das wievielte? Es ist das siebte Album, oder? Es ist das siebte? Nee, es ist das fünfte, das sechste. Ja, also es kommt drauf an, wie man das rechnet. Thomas, könntest du bitte ein bisschen leise sein? Ich muss versuchen, das leise zu machen, ja. Ja. Ich möchte kurz einen Satz zu Ende bringen. Kein Problem. Es ist nicht das siebte Album, ja? Aber ja, jedes siebte Album, man müsste mit reinrechnen, da haben wir ein Live-Album gemacht, aber das ist nicht, also auch mega ein Metal-Album, aber das nicht mitzählt. Megalomaniac war das. Genau, dann ist das nochmal, fünfte Album. Das fünfte. Willst du was nochmal geben? Ich versuche ganz leise zu. Wer weiß das schon, Megafear ist damals ja zufällig passiert und vielleicht kommt zufällig wieder irgendwas, aber so ist das nochmal. Jetzt gibt es erstmal das neue Album, die 99. Das wäre eigentlich nochmal der Klassiker, dass man was macht mit einer Klassik-Kombo, ne? Irgendwie. Tatsächlich haben mal die Philharmoniker angefragt in Köln. Wir hatten aber keine Zeit, was unser Album gemacht hat. Hast du mal den Apfel? Den Apfel, ja. Also, das räumst du alles wieder auf, ja? Das ist kein Problem. Ich bin gut versichert. Wir schauen uns jetzt erstmal ein Video an. Ja. Von Moses P., das neue.
Und Oli P. Nein, wir schauen uns natürlich ein ganz anderes Video an. Ein ganz cooles, geiles Video. Also hör mal, das kann ich ab. Karate, Großmeister. Bis gleich.